Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Simotrans. Ja, wir haben immer noch den Stau hier. Ja, wir müssten umbauen. Michael Friedrich hatte geschrieben, könnte hier an einem Schild liegen. Ich war der Meinung, wir können das ja mal umbauen. Einfach hier ein Einbahnstraßenschild machen und dann da die Zufahrt machen. Wäre vielleicht die erste Überlegung. Und zwar würde ich sagen, machen wir das auch. Wir setzen mal dieses Schild hier hin und nehmen das Einbahnstraßenschild da weg. Und dann nehmen wir das auch weg und das auch weg und das auch weg. Alle weg. Und dann war noch eine Überlegung von mir, die Straße hier auch noch anders zu gestalten. Und zwar so, dass wir nur ein Schild hier nachher brauchen. Dafür können wir dann noch was wegnehmen. So, und das geht jetzt nicht anders. Der fährt allerdings jetzt sogar tatsächlich da rein. Jetzt brauchen wir da auf jeden Fall. Jetzt steht er da auch noch, ne? Ist klar. Das hat keinen Sinn. Wir müssen erstmal gucken. Das war die falsche erwischte Taste. Der muss da erstmal weg. Damit die anderen da reinfahren können, ne? Damit ich Platz kriege wieder. So. Ich brauche nochmal das Tool und muss den auf jeden Fall wegmachen. Und dann brauche ich das Tool, um hier noch weiter zu bauen. So, Einfahrt ist da und jetzt gibt es das Einbahnstraßenschild hier hin. Ne, war schon so rum richtig, oder? Jetzt fährt da keiner mehr rein. Weil da ist jetzt nur noch die Ausfahrt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die das hinkriegen. Einfahren müssen sie jetzt woanders. Müssen sich eine neue Route suchen, ne? Und hier müsste man auch noch ein Einbahnstraßenschild dann hinstellen, oder? So, Ausfahrt ist nur noch da jetzt. Gut, das hat er verstanden. Sieht gut aus. Staut sich hier natürlich wegen der Zufahrt, ne? Müssen wir mal schauen, ob das jetzt was wird. So, Ausweichschild, kommen sie jetzt definitiv dran da vorbei. Hier erkennen sie auch schon mal die Einbahnstraße, ist auch gut. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Jetzt stauen sie sich an der Ausfahrt, aber das löst sich gerade auf. So, jetzt haben wir hier noch Döbeln, ist überfüllt. Gut, ist jetzt auch weg. So, wie es aussieht, wird jetzt auch überall angefahren, ne? So, jetzt, aber guck mal, der ist sogar schon durchgefahren. Ja, wir können es schnell laufen lassen und sehen, dass es jetzt zu keinem Problem eigentlich mehr kommt. Und ich glaube, es wird sogar alles benutzt. Ich glaube, das ist gefixt. Schauen wir mal. Auf Dauer werden wir ja dann irgendwann eine Meldung kriegen, dass hier ein Stau ist oder so, ne? Gut, okay. Der da oben wegkommt. Ne, ich glaube, das müsste alles passen, auch so sein, ne? Ist auch genug frei eigentlich. Sollte gehen. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. So, gucken wir mal weiter. Was macht dieses Städtchen? Wächst und gedeiht, aber nicht außerhalb unserer Grenzen. Ich ziehe mal gerade auch die Karte auf und dann gucken wir uns alle Städte wieder an. Obwohl wir das, glaube ich, letztes Mal schon gemacht haben, ne, oder? Aber ist ja nicht verkehrt, das nochmal zu machen. Hier liegt Schnee und da, guck mal, da brauchen wir eine Bushaltestelle. Ah, cool, dann können wir da auch noch was bauen. Ja, Haltestelle brauchen wir nur setzen, weil Straße haben wir schon mal gemacht wohl, ne? Die ist ja hier, ne? Genau. Und dann müssen wir noch die Buslinie da ändern. Machen wir die Lupe an und wählen mal diesen Bus aus, weil das ist der Stadtbus. Ja, Stadtbus Sonderhausen. Dann brauchen wir den Fahrplan. Schieben wir mal hier unten hin. Der kann schon wieder zu. Linie ändern, Sonderhausen, Mittelgebirg. Das
Rathaus, da ist es. Fährt nach Asium, Asimovweg. Asimovweg, ja. Vom Asimovweg zum Mittelmeerwerksrathaus. Und dann zur unteren Lände. Und dann würde ich ganz einfach sagen, hängen wir den einfach hinten dran, ne? Fertig. Und dann fährt er wieder zum Mittelmeerwerksrathaus, oder? Ja, dann lassen wir das so. Sollte funktionieren erstmal. Haben wir das auch. Gucken wir hier nach Lauter. Lauter ist gerade noch im Rahmen. Hier rechts ist es an der Kante. Passt. Dann haben wir Floto. Alles gut in Floto. Hier könnte bald was werden. Ne? Genauso wie hier. Und dann haben wir noch Waldeck. Waldeck schön klein und fein. Passt. Hier haben wir noch ein Dingens. Weitere Stadt. Dingens. Wächst auch im Endeffekt, aber nicht so, wie wir das jetzt wollen. Aber okay, passt schon. Dann gehen wir nach Hardexen rüber. Ja, das ist begrenzt, aber ist so. Kirche da. Ja, passt. Die ist auch komplett abgedeckt. Alles gut. Und dann gehen wir noch rüber nach Altenau. Wächst hier auch ein bisschen, aber nicht so sehr. So, dann haben wir noch hier Adenau. Adenau will hier oben weiter wachsen, ist aber auch noch alles abgegrenzt. Gut, haben wir das. Dann gucken wir uns Fahrzeugliste an, wer die schlechtesten Gewinne macht. Okay, oh nee, da warte mal, da fährt ein Schiff mit. Ja, wieso das denn? Ah, ist offen, ne? Brauchen wir nicht angucken hier. 476 Leute wollen irgendwo hin. Kommen da oben an, okay. Wir stehen hier. 619 über Döbeln, Waldweg. Ja, das ist wohl definitiv dann für Schiff und das ist dann voll. Alles klar, passt. Gut. Das ist klar, das wissen wir schon, obwohl gar nicht mal so schlimm da irgendwie ist. Aber vielleicht finden wir mal irgendwann auch was andersrum läuft. Wo fahren die beiden da im Schneckentempo hinterher? Da sind 8 Passagiere. Ja, eigentlich müsste man das hier machen mit dem Warten, ne? Hier müssen wir. Der erste nimmt sie nicht alle mit, da stehen immer noch 6 Warten, ne? Das bedeutet, da kommen noch welche zu. Ah, der ist ja hier oben offen. Der fährt leer hinterher. Jetzt hat er einen davon nur eingepackt. Muss mit den anderen, die fahren in eine andere Richtung, alles klar. Dann sollten wir die Linie nochmal bearbeiten, aber an dieser Stelle ist es schlecht, eine Wartezeit einzubauen. Gucken wir mal hier, Radolfzelle ist auch nicht gut. Wir bräuchten eine abgelegene, hier so eine Haltestelle, die ist doch ideal dafür, oder? Radolfzell, Lilienthalstraße. Radolfzell. Ost. Wo ist er denn jetzt? Hä? Kloster, Oststraße. Wird die gar nicht angefahren? Ach, das ist na, alles klar. Das ist ja hier Stadtverkehr und der Bus, der fährt nicht Stadtverkehr, ne? Das ist dann schwierig, ja. Das können wir gar nicht machen so. Muss so bleiben erstmal. Das Einzige, was wir machen können, ist definitiv jetzt hier gerade eben die Fahrtrichtung wechseln, ne? So. Fahr du mal zurück. Ist ja sowieso nicht so mit vielen Leuten da drin. Die müssen das aushalten. Da sind 75. Ja, vielleicht klappt es dann auch jetzt in die andere Richtung. Also Liste mal zugemacht und dann wieder aufmachen. Ne? Der macht hier miese.
Warum macht der miese? Ist doch voll geladen. Verfolgen wir mal gerade schnell. Der fährt zum Kraftwerk, oder? Ja. Ja, und der fährt die andere Richtung wieder leer dahin, ne? Und die Entfernung ist so groß, dass es sich nicht rechnet, oder wie sehe ich das? Jetzt fährt er nicht in den anderen Bahnhof rein, weil da kein Ausweichschild ist. Jetzt dauert es eine Weile, bis der voll ist. Jetzt ist leer. Okay, voll. Und wo hat er Minus? Gar nicht. War wohl Monatsanfang oder so, das Minus war. Alles klar. Gut. Nochmal wieder gewinnen. Stadtbusse, okay. Das sind Zulieferfahrzeuge. Können wir jetzt auch nicht groß überlegen. Ja. Das ist unser größtes Problem. Der müsste definitiv auf allen Routen, also auch auf der Rückfahrt, wieder was haben, ne? Wenn er da was rüberbringt, dann wird es funktionieren, ne? Aber da kommen wir nicht klar mit. Da können wir hier gucken, Touristenziele nicht, sondern Fabriken. Chemiewerk gibt es auch noch irgendwo. Ist aber angeschlossen. Ist auch angeschlossen. Die warten da auf was? Ah, das sieht auch schon so schlecht aus, ne? Die Geflügelfabrik. Ich glaube, da haben wir das gleiche Problem wie da hinten irgendwie mit der Einfahrt und Ausfahrt und so, ne? Hm. Müssen wir auch umbauen. Funktioniert so wohl auch nicht. Obwohl hier die Einfahrt ja richtig ist, aber wer fährt wie raus? Obwohl sind alle... Doch, da ist einer beladen. Der könnte aber auch rausfahren dann, oder? Na, kann man so lassen, glaube ich. Geht sogar vielleicht. Das liegt einfach daran, dass jetzt nicht genug Eier benötigt werden irgendwo. Müssen wir schneller grad laufen. Der Bus fährt da durch, das passt schon. Wo ist denn das? Ach, das ist da, okay. Die stehen da auch und wollen weg. Die? Ja, ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Na, müssen wir so lassen. Ja, dieses Schild steht dafür, ne? Einfahrt, oder? Und da ist Ausfahrt. Ist das so richtig? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Ob das so passt. Aber es ist kein Stau, ne? Und es sind noch Parkboxen frei. Also muss sein, dass es geht. Ne, sieht alles gut aus. Achso, ich wollte gerade sagen, der hat gar nicht leer gemacht, aber der wird ja weiter transportiert. Das kennen wir ja auch schon. Das haben wir ja schon mal gehabt. Gut. Hier staut sich's ein bisschen viel eigentlich, ne? Das liegt daran, wenn einer zurückfährt, ne? Hm. Der nimmt jetzt hier wieder was zurück, oder wie sehe ich das? Oder, ach so, ah. Der wird wahrscheinlich auf dem Anhänger das haben und der muss es dann doch abliefern, ne? Das könnte sein. Also muss nie, liefert es nicht ab, weil es nicht mehr angenommen wird, aber der Anhänger ist trotzdem voll. Ist dann Frage, ne? Ja, der Vorderfahrzeug wird dann vollgeladen, obwohl, hier ist es auch so. Ah, nein, die brauchen, das sind die Fahrzeuge, die zwei Halte brauchen, so sieht's aus. Ja, da funktioniert's nicht anders. Der normale LKW mit Anhänger, der braucht einen einfachen Halt und dieser braucht zwei Halte, so sieht das aus. Weil die Doppelten fahren alle zurück. Gut, bedeutet, hier muss man was ändern. Gut, umbauen angesagt. Umbauen, aber wie? So, Einfahrt ist klar wegen Einbahnstraßenschild. Teilen ist auch klar. 1, 2, 1, 2. Ja, hier würde ich gerne auch noch machen. Geht jetzt aber nicht wegen dem Hügel da.
Das bedeutet, wir senken das mal gerade ab. So, wieder Straße auswählen. 1, 2. Da lang. Da lang, da lang. Und fahrt mal nach da raus, oder? Ja, machen wir so. Ah, jetzt geht das natürlich nicht wegen hier, wegen Ecke. Gut, müssen wir gerade einmal den Halt nochmal umbauen. Also so. Und so, dann haben wir das hier rüber geholt. Dann bleibt das ein Halt. Jetzt muss ich den einen nur abbauen gerade wieder. Und dann können wir die Straße wieder gerade ziehen. So, und dann machen wir dieses Schild dorthin. Klauen hier die Straße auch weg. Mach ganz weg. So, und der weiß jetzt, wo er hin muss, ne? Sieht so aus. Findet keinen Weg. Warum nicht? Ah, die Haltestelle liegt noch da. Gut, Lupe, Fahrzeug auswählen, geht nicht da, da geht's, Linie ändern, freier Wegpunkt ist zu löschen und Haltepunkt ist da. So, das kann jetzt alles zu gerade, das auch, das auch. Einmal ein Straßenschild noch dahin. Ja, einmal ein Straßenschild geht natürlich jetzt wieder nicht. Oder? Doch, da ist jetzt Einbahnstraße. So ist Einbahnstraße und dann müssen sie da so rum reinfahren, egal. So passt's. So, das Schild kann weg. Das weg. Gut. Schauen, ob sie so fahren. Da oben steht einer ohne Route. Was ist mit dem? Linie ändern. Wegpunkt rauslöschen und einfach da einfügen und fertig. So. Gucken, wer da noch ohne Route gleich ist. Jetzt fahren sie auf jeden Fall dahin. Jetzt fahren sie erstmal zurück. Vollgeladen. Traktor findet keinen Weg. Fahrplan. Linie ändern. Freier Wegpunkt weg. Und dahin. Passt. So. Schneller, ja, fährt er jetzt erst wieder zurück, egal. So, die fahren jetzt da hinten rum und entladen definitiv auch komplett. So sieht das gut aus, oder? Die entladen auch und fahren da weiter. Das sieht jetzt prima aus. Ich glaube, das funktioniert auch. Gut. Gucken wir uns einmal die Bilanz an. Die sieht gut aus. Sind wir ziemlich hoch da oben gewesen, ohne irgendwelche Baustellen da zwischendurch und Staus. Hat das funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.